So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zurück zu Worker and Resources. Jawohl, es ist soweit. Wir haben hier hinten nochmal ein bisschen Fahrzeuge ausgemistet. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das geht. Ein paar konnte ich machen, ein paar nicht. Aber ja, ich denke, wenn wir so nach und nach versuchen, hier die Fahrzeuge, die alten, zu ersetzen, dann sind wir da auf einem guten Weg. 1 Million hat uns das jetzt gekostet. Das waren ja die Millionen, die wir eh eingeplant hatten. Aber jetzt kommen erstmal so alte oder, ja, Autos weg, die auch keinen Sinn mehr haben. Und ich habe auch noch ein bisschen hier Straßen in Auftrag gegeben, die gebaut werden können, nicht wahr? Damit die Sachen ein bisschen, ja, Gestalt annehmen, sage ich mal. Und das sage ich vielleicht mal. Ja, weil die Straße wird sich hier nicht mehr ändern. Hier, das habe ich mal auch aufgewertet. Dass die Bauämter da ein bisschen schneller unterwegs sind vielleicht. Das Problem ist, hier kann ich nicht ohne weiteres eine Umgehungsstraße bauen. Weil das den Brunnen sonst beeinflusst. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Und auch hier fehlt ja noch die komplett halbe Autobahn. Warum überhaupt? Dafür gibt es, glaube ich, keinen Grund mehr. Ich dachte wegen hier, aber die andere Hälfte ist ja gebaut. Dann kann auch die gebaut werden. Weil die kriechen immer über die falsche Seite. Das ist natürlich ungünstig. Und muss ja nicht sein. Da, wo wir es vermeiden können. Ich meine, auch hier, die Straße wird sich auch nicht mehr ändern. Hier sind inzwischen Gebäude. Können wir also auch bauen. Das Viertel ist auch fertig, aber da müssen wir nichts weiter bauen. Aber man sieht, die Palmen wachsen. Das wird also in ein paar Jahren dann hoffentlich ein bisschen schöner und grüner. Dann können wir ja noch gezielt Bäume setzen, wenn uns noch irgendwas fehlt. Unser Stadtdschungel ist immer noch da. Ich mag das, dass die Brücke da so wachsen ist quasi. Und hier oben, ich habe noch unser Ziegellager oben angeschlossen an die Schienen. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht nutzen werden. Es ist da, nicht wahr? So ist es halt. So, ich könnte jetzt natürlich überall schon Dings setzen, Signale, aber dann kommen die sich bloß in die Quere. Das lasse ich mal schön. Das Einzige, was wir machen könnten, hier dürfen sie rausfahren, hier dürfen sie reinfahren. Dass wir hier eine Trennung haben, okay. Geht erst ab da. Dann machen wir es so. Rausfahren, reinfahren. Und dann ist die Seite nämlich von der Seite getrennt. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Ich frage mich, wo er hin will. Ach, er wendet. Die kommen nicht direkt da ran. Stimmt, das ging ja nicht. Das wollte ich machen, aber das war ja zu kurz. Eventuell hätte man hier... stimmt. Und dann hätten wir aber die gekreuzt und das wollte ich nicht. Das war das Problem. Wir müssten also hier rankommen. Und das passt vom Winkel her einfach gar nicht zusammen. Warum wartet der da? Achso, weil der da baut. Ja, das ist auch richtig. Der andere fährt dann bis hierhin rein. Wenn er da fertig ist. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hier ist schon ein Signal. Dann können die anderen nämlich losfahren und er darf nicht rausfahren währenddessen. Weiß nicht, ob das so clever ist. Probieren wir es mal. Ich glaube, so werden die sich gegenüberstehen irgendwann.
Nämlich genau jetzt. Ah ne, er baut die Schiene. Ah. Okay, und er kann zurückfahren, weil die noch nicht verbunden sind. Okay, gleich wird es nicht mehr gehen. Aber so soll das ja sein. Ich frage mich manchmal, warum das nicht angezeigt wird. Jetzt. Ja, jetzt sind die nämlich falsch. Wer wartet jetzt auf wen? Ah. Okay. Funktioniert sogar. Alles klar. Oh, hier ist aber echt ein Drop drin. Dass sowas möglich ist, ist auch immer nicht so gut. Letzte Chance zum Kauf, letzte Chance zum Kauf. Ja, es geht auf 91 zu. Die meisten Autos werden dann nicht mehr lieferbar sein. Hier kommen immer mehr Leute hin. Wir kriegen immer mehr Ziegel. Wir geben nichts mehr für Ziegel aus. Und deswegen ist der Plan, die Eisensachen zu machen. Weil wenn wir die haben, können wir uns mit dem Beton auseinandersetzen. Dann können wir die Straße ziehen und dann wissen wir, wie viele Einwohner wir hier hinkriegen. Oh. Wichtig und richtig alles. Dann wissen wir auch, wie wir hier hinten die Sachen und. Gut. Die beiden Minen müssen das, glaube ich... Ich glaube, das funktioniert wie beim Erz, nicht? Bei der Kohle. Wir holen Eisen raus, verarbeiten das und geben das dann in ein Stahlwerk. Gut, bei der Kohle kommt halt nur Kohle raus. Also der Schritt hier Eisen, fertig. Aber hier Stahlwerk geht dann noch weiter. So, das heißt, die beiden Minen müssten zusammen in ein Lager laufen. Für Schüttgut. Das muss ja nicht mal so ein großes sein. 2000. Ich mag die Lager hier irgendwie mehr. Weiß nicht, vielleicht weil sie schon früher im Spiel drin waren, aber das hätte das Problem mit Ein- und Ausgang, dass wir so weit nach oben müssten. Andererseits könnten wir das da auch gut drehen und in die Richtung verschieben. Wenn wir das so machen, wie sieht denn das Neue aus? Das hat 1950, das hat hier 2000. Das können wir genauso hier zwischensetzen. Hätte aber dann nur an Jubelstellen Ein- und Ausgänge. Bei einem Ausgang reicht uns ja. Das Problem ist, die Ausfahrten wären oben. Das hier hat wie viel? 2500. Ja, das ist doch viel kompakter als das hier. Das gefällt mir besser. Ja, dann wird das wie auf der anderen Seite. Ah, aber auch hier ist mit der Straße. Könnten wir das drehen? Unten gibt es keinen Ausgang. Seitlich könnten wir es drehen, dann hätten wir unten einen Ausgang. Der Zug müsste hier ankommen. Aber hier arbeitet ja keiner drin. Okay, das ist ja egal. Stimmt. Dann kann das auch nach da oben. Okay, dann die Mine nochmal. Ich weiß gar nicht, was hat die Mine denn noch? Müll. Ah, die hat auch Müll. Okay, da müssen wir vielleicht drauf gucken, dass wir den noch
wegkriegen. So 93, 92, 94, 95. Ich glaube, 95 ist so das Nonplusultra hier. Die hatten wir schon an der richtigen Stelle. Da. Ja, vielleicht kriegen wir die ja auch irgendwie gegenüber hingestellt. Oh, 95. Jetzt machen wir erstmal das gerade nochmal. Straße nach da. Und dazwischen kommt natürlich nicht das Lager, sondern, nicht eine Direktverbindung, sondern so eine Straßenüberführung, nicht wahr? Und die Eisenmine 93, 94. Elgato Webcam-Fehler. Ach ja, das ist sehr gut. Das haben andere auch ständig. Ist keine gute Werbung für Elgato, aber ihre Software ist die größte Rotze. Danke, normale Ment. Also wirklich, kann man sagen, was man will. Die rotzt alle Nase lang ab. Und dann wird sie auch nicht wieder erkannt, nicht wahr? Hm, warte, warte, warte. Webcam. 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 Nehmen wir halt die. Also ich sehe sie rechts auf dem Bildschirm. Ach, der Kamera-Hub. Wirklich. Wenn, ich sag mal so, es eine Software gibt, die ich hasse, dann ist es die. Die ist so instabil. Ich sehe das auch immer bei Zeus Spezial zum Beispiel. Der hat auch eine Elgato-Webcam. Ist kein gutes Aushängeschild. Gerade wo Elgato eigentlich Streamer-Equipment ist, dass ständig ihre Software ausfällt. Ja. Elgato tut da was. Werden sie nie sehen, werden sie nie beheben, nicht wahr? Aber ja, ziemlich nervig. Das ist ungefähr so, wie einfach beim Fahrrad, beim Fahren der Ton ausgeht und keiner Bescheid gesagt hat, weil die App einfach immer abstürzt. Einfach super nervig. Weil die App sehe ich ja zwar die ganze Zeit, aber ich sehe natürlich kein, nicht das Audio, weil ich da nicht drauf achte beim Fahren. Okay, hier wäre sogar 94, aber ich glaube für 1%, das lohnt sich nicht. Das hier anders aufzuziehen. So, kommt da hin. Warte mal, das soll gerade. Wie soll das gerade. Doch, das ist echt gerade. Das ist ein bisschen weiter oben als das, aber das ist gerade. Alles klar, hab nichts gesagt. Vergesst meine Worte. Habt ihr wahrscheinlich eh. Dann ist umso besser. Ah, und. Okay, wir wissen ja noch nicht, wo die Sachen gelagert werden. Nee, nee, nee. Wir müssen eh 1000-mal umplanen. Wir bauen erstmal das. Aber Elgato, nicht? Ist halt auch sehr teuer. Und da kann man eigentlich verlangen, dass die Software funktioniert. Ist echt schade, dass sie das nicht tut. Und das hat nichts mit Rechnern zu tun, weil es halt wirklich viele, viele Leute haben. Die überhitzen teilweise, aber meine eigentlich nicht. Weil im virtuellen Modus schafft sie auch nur Full HD und nicht 2K. Wozu holt man sich eine 4K-Kamera, die bei 4K überhitzt und 4K nicht schafft? Warum produziert man sowas? Damit man 4K raufschreiben kann, um mehr zu verkaufen. Aber schön die Leute verarschen, finde ich. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so ganz sauber ist, diese Masche. Also das Stream Deck ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Die Halterung fürs Mikrofon ist gut. Die Halterung für die Kamera ist gut. Aber die Webcams, die sind genau auf dem gleichen schlechten Niveau wie die von Logitech. Lalala.
So, Verarbeitung für Erz. Die könnten wir halt wieder direkt hier so ranzimmern. Ich guck diesmal, wenn wir hier den Zug haben, dass wir auf der Seite auch einen Ausgang hätten für Menschies. So nämlich. Und dann vielleicht so. So, ja, so finde ich gut. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Okay, die würden Erz verarbeiten. Das muss wiederum in ein Lager. Und diesmal wollen wir, glaube ich, eher in die Richtung, weil da ja die andere Industrie hin soll. Zumindest ist es der Plan. Sonst müssen wir die Sachen so weit transportieren, dass wir das da irgendwie unterbekommen. Entweder auf der Höhe oder auf der mittleren und dann führen wir die beiden zusammen. Ja, das finde ich gut. Dann kommt dahinter das Lager. Ey, nicht das kleine, das Lager. Und damit ist nicht das Bier gemeint. Am Wochenende ist schon wieder kein Biergartenwetter. Ich sag euch, das Wetter hasst mich. Die Bierbörse war dieses Jahr noch das Beste vom Wetter aus. Und da auch nur der erste Tag. So. Erst eckig bauen, dann das Runde weg und dann kann man nämlich eckig, dann hat man ein schönes Y hier oben. Oben eine Straße. Ich werde sicher irgendwas übersehen haben, was mir gleich einfallen wird. Das ist doch nicht richtig hier. Weil wir irgendwo irgendwie rüber müssen oder. Okay. Jetzt haben wir Eisen da drin. Und das Stahlwerk, das braucht, glaube ich, richtig viele Arbeiter. Das mussten wir auch erstmal forschen. Das ist hier unter Metallurgie, Stahlwerk und dann kommt Stahl raus. Das ist sogar gut, dass es nach hier unten länger wird, nicht wahr? Und da kommen auch Schienen ran. Oh, das gefällt mir eigentlich so ganz gut mit den Überführungen. Und wo ist der Ausgang? Ah, Stahl ist ja ein Produkt, nicht wahr? Ah. Weil so können wir die beiden mit einem Müllplatz versorgen. Vielleicht. Ich wollte eigentlich was anderes machen mit dem Müllplatz. Was brauchen die denn noch dafür? Kohle! Oh, wartet mal, die brauchen einen Kohleeingang. Oh. Das heißt, die Kohle kommt ja von hier oben irgendwo hier lang und muss hier auch ran. Oh, shit. Das heißt, wir brauchen hier eine Überführung. Nee, Straße, da. Ich weiß nicht, ob an der Stelle...
Ich sehe es mal hier vor. Und dann brauchen wir einen 1 zu 3 Verteiler. Ja. Und dann könnten wir hier das Stahl doch hinmachen. So. Dann den einen Eingang von hier oder da und den anderen von vom Lager. Okay, warte, das können wir... Ah, aber da geht die Straße auch noch raus. Au, das ist echt ein doofes Layout. Wenn die Straße nach links gehen würde, wäre das viel, viel geiler. Okay, dann mache ich es lieber so. Und wir müssen hier sicher mit einer Straße rüber. Da bin ich am Ende wahrscheinlich sicherer, wenn ich das direkt einfach baue, ob wir es dann brauchen oder nicht. Dann können wir immer noch entscheiden. Oh. Bisschen schief geworden. Aber nur ein klitzekleines bisschen. So. Wenn wir das runtersetzen, können wir die Straße sogar gerade ziehen. So. Jetzt nochmal Überführung. Falsches Ding. Das Ding. Und den Dreier. Hier gibt es zum Glück nicht so eine Probleme wie beim Müll oben. Keine Ahnung warum. Aber es ist wesentlich entspannter. Okay, dann haben wir da Stahl. Und Stahl könnte auch mit Schienen nach da oben gebracht werden. Generell müssten wir gucken, dass wir die Sachen irgendwie in mehrere Lager bringen und zusammen verteilen, nicht wahr? Ja. Das wird also nochmal ein Spaß. Vor allem, eigentlich müssten... Gehen die Schienen auch hier raus? Ja. Okay, das ist gut. Weil in die Richtung wird das nicht klappen. Und dann brauchen wir ein Stahllager. Und das Stahllager kann ruhig größer werden. Gibt kein größeres als das, oder? Das speichert hier keinen Stahl. Das hier Fahrzeuge, das Fleisch, das hier nur Pflanzen. Ja, dann nehmen wir aber schon das Große. Apropos, warum? Ach so, weil man die auch mit Kohle, mit Zügen reinliefern könnte. Ah, verstehe. Ja, gut. Ich meine, die Kohle ist da drüben. Warum gehe ich eigentlich... Nee, stimmt nicht. Die Kohle ist nicht hier. Die Kohle ist hier. Ja, die muss so rumgehen. Ah, es ist egal. Sie muss so oder so rumgehen. Für das andere. Da gewinne ich also nichts. Ja, direkt so. Dann machen wir es so. Da kommt der Stahl dann rein. Und wir brauchen hier definitiv eine LKW-Laderampe, eine 6er. Schiene, falls wir eine durchhaben wollen. Lassen wir ein bisschen Platz. So. Kommt hier hin und dann können wir hier auf die Autobahn später rauffahren. Und hier ist die Autobahn natürlich auch in die andere Richtung geplant.
wo wir von hier den Stahl zum Beispiel hinten zur Autoindustrie bringen oder wo auch immer wir die hinbauen werden. Vielleicht bauen wir die Autoindustrie auch hier hin. Dann muss die Stadt nur so halt wachsen. Das werden wir alles dann erfahren. Okay, aber das ist ja nur die halbe Miete. Weil wir brauchen jetzt einen Bahnhof, der das und die Minen erreicht. Und auch die Gebäude hier. Aber ich glaube, das kriegen wir mit Tunneln dann gut hin. Das ist der Changer, den wir gebraucht haben. Eigentlich wäre es clever, hier ja so einen richtig großen Bahnhof hinzusetzen. Weil dann gewinnt man einfach Länge. Aber was ich nicht machen darf hier, ist zum Beispiel das Problem, dass wir hier eine Überfahrt hätten. Und wir können auch weiter nach unten. Oder hier am Rand, aber hier kommen wir wahrscheinlich... hier könnten wir rüberkommen. Mit der Kohle. Weil da können die direkt hinlaufen. Dass wir den hier so hinsetzen. Gut, der ist vielleicht ein bisschen sehr riesig. Der ist auch sehr monströs. Das ist eine Elevated Station. Die hat schön viele Ausgänge. Ist auch die Elevated, aber die kleine. Oder halt wirklich nur den hier. Das ist, glaube ich, der gleiche wie dort, nicht wahr? Nein, nicht ganz. Aber in etwa. Ja, dann bauen wir den. Einfach damit er ein bisschen anders aussieht. Und den, ja, eigentlich... Weil da ist ja eine Straße. Gut, wir können das Stück wegnehmen, die Straße von da abgehen lassen. Damit wir das erreichen. Wartet mal. Ich setze es hier kurz mal hin. Es gibt ja so ein Messtool. Wir können mal versuchen, das nachzuvollziehen. Also, die müssen hier hinlaufen, dann gehen sie hier in einen Tunnel. Und der Tunnel würde zum Beispiel hier rauskommen. Das wären 328 Meter Wegstrecke. Sagen wir noch, der Tunnel geht nach hier und nach da. Dann wären es 342. Das heißt, wenn der Bahnhof hier wäre, wäre es besser. Gut, andererseits könnten wir dann sagen, Tunnel halt nach da oben lang. So vielleicht. Dann wären es 244. Das wäre also machbar bis dahin. Also den Eingang hier, um den mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir den erreichen, erreichen wir den hier locker. Den erreichen wir locker und alles, was hier kommt, erreichen wir auch locker. Dann ist hier nur die Frage, wie wir mit den... mit der Kohle dran vorbeikommen. Das ist dann die Hauptfrage. Ist der gerade? Ich glaube, der ist nicht gerade zum Gebäude, oder? Doch, ist er. Aber manchmal habe ich echt einen perspektivischen Knick in der Optik. Okay, wir wollen hier rein. Eventuell, ich lasse mir mal die Option, die Kohle auch später hier verteilen zu können. Auch wenn ich es wahrscheinlich nie brauchen werde. Und das hier ist jetzt der Knackpunkt, wo wir wahrscheinlich Glück brauchen, um rüberzukommen. Aber ich habe schon gesehen, es geht. Es geht. Es funktioniert. Hier wäre natürlich schöner. Wir kommen ja von hier. Wenn wir den vielleicht ein Stück nach hinten setzen. Ja,
Jawohl. Wann geht's? Sehr schön. Oh, dann kommen wir hier mit der Kohle an. Wir kommen hier mit den Leutchen an. Und das wird, glaube ich, das Interessantere. Wie kommen wir an die Stelle von hier nach da? Diesmal machen wir nicht die 100% gleichen Fehler. Wir lassen einen kleinen Abstand. Die sollen hier gar nicht wechseln können auf der Seite. Das ist okay. Wobei ich gemerkt habe, wenn die hier wechseln dürfen, dann fahren die auf die falsche Seite wieder auf. Oh, und wie soll der tanken fahren? Der hier hätte ein Tankproblem. Das heißt, wir müssen ihm da hinten eine Tankstelle hinbauen. Können wir also gleich, bevor wir es vergessen, hinsetzen. Zwei sind zu viel. Ja, eigentlich hier vor. Bevor die da reinfahren, dass sie sich... Es wird ja in einer Strecke irgendwie betanken. Hier vor wird dann... Ja, wir müssen wissen, in welche Richtung wir gehen. Wir müssen von hier anfangen. Aber hier vorne macht eine Tankstelle keinen Sinn. So, wir können jetzt erstmal parallel mit der hochgehen. Geht natürlich nicht mehr, weil das Stück da nicht ganz passt. Okay. Dann mach's doch bitte so. Würde trotzdem nicht gehen. Okay. Oh-oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann müssen wir die Straße nochmal wegreißen da. Ja, hilft alles nichts. Die Straße läuft nicht ganz richtig. Ich muss nochmal weg. Sorry, Straße. Wollen wir schon einen Baustart dafür überhaupt machen? Weil die Hubschrauber würden ja direkt losfliegen gerade. Bin noch unschlüssig, ob wir alles bedacht haben. Weil der Stahl, der hier rauskommt, der muss ja auch wieder in Fabriken. Gut, wir könnten die auch mit Zügen beliefern, woanders hin. Was brauchen wir denn? Fabrik für elektronische Bauteile braucht Stahl. Mechanische Bauteile, Fertigungslinie, ja gut. Das wird alles nochmal dann interessant, aber aus Stahl, Baumaterial oder so, Kunststoffe brauchen das nicht. Wir können dann eigentlich hauptsächlich erstmal die mechanischen Bauteile daraus herstellen. Wir können mal gucken. Das heißt, die könnte hier auch irgendwie hin. Vielleicht auf die Höhe. Aber da werden die Ausgänge. Das dürfte auch reichen. Ich setze mal kurz. Jetzt wäre das Problem, die hat die Straße nach da, die nach da. Ist vielleicht gar keine schlechte Trennung. Dann kriegt der Stahl mit den Sachen eine Straße nach hier, aber die Güter eine Straße nach dort. Okay, kann man so machen. Elektronik. Elektronik, Montagehalle, das kenne ich alles gar nicht. Aber das sind die Sachen, die wir auf jeden Fall erstmal fürs Bauen bräuchten. Bedeutet aber auch, hier kommt... noch irgendwas rein?
Ich glaube, die braucht nur Stahl, oder? Stahl, Brennstoffe. Die kriegen Stahl und kriegen mechanische Bauteile raus. Ja. Okay. Kriegen mechanische Bauteile raus. Bedeutet, wir können denen ein ganz normales Lager setzen. Das hier. ...50 ist wenig, 600. Ja, hier vielleicht auch mit Zug. Falls wir irgendwann uns entscheiden, doch den Zug zu nehmen. Oh. Aber ich würde am liebsten das hier natürlich so ein bisschen hier reindrücken. Nicht nach da. Das heißt, wenn wir das Gebäude ein bisschen drehen. Okay, ich setze erstmal das Lager. Das Lager soll am besten genau hier neben so. Ah, das ist ein doofes Lager von den Ein- und Ausgängen. Aber ich glaube, war das einzige mit Schienen neben dem hier. Es hat halt keine Ausgänge nach vorne und hinten. Andererseits könnten wir das hier nehmen und später einfach einen Zug hinzufügen, nicht wahr? Wenn wir wirklich mal einen brauchen sollten. Und damit die Straßen von den beiden nicht so dicht aneinander liegen. Oh, ich sehe es gar nicht. Nee, so rum. Ah, dann. Ah, das würde gar nicht passen. Okay. Nee, dann kann ich es nicht. Dachte, ich kann spiegeln. Aber das würde nicht klappen. Okay. Hierzwischen müssen wir so oder so, weil die Straßen da rauskommen. Ich weiß halt nur nicht wie. Eine Überführung machen mit den Dingern. Ja, so vielleicht. Ja. Bedeutet, wir brauchen hier auf jeden Fall die Gabelstapler, die das liefern. Gucken, geht das? Geht. Besser. Und ja, keine Ahnung, ihr kriegt auch irgendwie Straßen, nicht? Die dann parallel laufen. Müssen wir mal gucken, gucken, gucken. Ja, hier eigentlich direkt dran oder so. Ich weiß nicht, was ich mit dem Platz hier machen soll. Der ist ein bisschen verschenkt. Und ich wollte die Fabrik anders setzen, nicht? Fällt mir gerade ein. Aber warum? Kriegt ihr nur Stahl rein. Der Stahl kommt von da. Die gibt das hier drüber raus. Und die können das hier verteilen. Nee, das ist okay. Wenn wir es höher setzen, dann kriegen wir nur eine schräge Straße. Würden wir ein bisschen Platz hier gewinnen. Hm. Gut, vielleicht von den anderen Bauindustrien, dass wir da was sagen, dass das da reinpasst. Ich würde aber trotzdem denen erstmal sagen, Bau aussetzen. Wir wollen das alles nicht bauen.
Wir wollen es nur erstmal geplant haben. Wir sollen erstmal sich um die ganzen anderen Sachen kümmern. Ist halt blöd. Wo fliegt ihr hin? Wo willst du gerade hinfliegen? Schüttgutlader. Entladen. Was ist da? Warum? Nee. Kann ich dich nicht nach Hause schicken? Wenn die das da jetzt reinwerfen, obwohl es verboten ist. Ja. Oh, wow. Wirklich, wozu kann ich den Bau stoppen, wenn das den Scheißwegs egal ist? Wirklich. Und man kann sie auch nicht manuell wieder wegschicken. Ich könnte sie jetzt nur vom Depot entfernen, um dann wieder hinzusetzen. Aber nicht für 8 Tonnen Beton. Dafür haben wir zu viel Geld. Aber trotzdem ist es unnötig. Nur weil ich außersehen eine Sekunde zu früh laufen gelassen habe. Die anderen Fahrzeuge kriegen das mit, nicht? Also Autos, wenn die hier sind und ich breche die Baustelle ab, die drehen um. Das geht. Aber die Hubschrauber irgendwie nicht. Hä? Ach, die haben von der Seite die Straße gebaut. Oh, jetzt verstehe ich. Ah, als der tanken war, ist hier ein Baufahrzeug hin. Das ist ja fies. Ja, die müssen natürlich, ja... Ihr Deppies. Ihr müsst nämlich jetzt warten. Wir wollen nämlich... Warum wollen die denn über diese Kackerroute... So. Dahin fahren. So. Jetzt müssen sie nämlich zurück. So. Bitte über diese Route bauen. Guck mal, wie schön das nämlich geht. Dann kommen die nämlich da auch irgendwann ran. Forschung abgeschlossen. Dann jetzt Werbekampagne für westliche Länder in Sowjetblock. Nee, das brauche ich nicht. Um Besucher anzulocken. Wir haben ja nicht mal ein Hotel. Ah, dann erforschen wir jetzt das Zugverteilungsdepot. Keine Ahnung. So weit war ich noch nie. Ich werde so viel Fehler machen und mich ärgern. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Stahl hier hinten übrig, oder? Ja, mehr als genug. Metallschrott ist auch noch ein bisschen da. Hier ist ja auch noch Stahl drin. Also wir haben mehr als genug Stahl. Den kaufen wir auch nicht mehr ein, oder? Letzter Monat, ich guck mal. Ja. Also Export, Import. Doch. Ich weiß, wer importiert. Oh, ich weiß noch, wer Stahl importiert. Du kleiner Imposter, du. Du kleiner Imposter, hier bist du drin. Hier versteckst du dich. Da habe ich dich doch. Erwischt. Da kannst du mir gar nichts. So, anstatt ins Zollhaus fährt der... Ich glaube, hier sind weniger Leute gerade dran. Fährst du nämlich hierhin, beladen von Stahl. Und Zollhaus weg. Ist natürlich jetzt eine Route für ihn, dahin zu kommen, anstatt da vorne. Aber gut, so viel und so schnell, die haben ja auch ein Lager, wird das ja auch nicht leer. Unter 14 Millionen gerutscht. Uiuiui, aber wir machen gerade Plus, also sollten wir da ganz schnell wieder drüber kommen.
Auf wen warten die? Auf den Weihnachtsmann? Ah ne, auf ihn. Ja, das wird nicht klappen, wenn beide warten. Ein Stau? Oh oh. Okay, doch kein Stau. Was sagt der Treibstoff hier? Ist mehr als genug drin. Jetzt bin ich gespannt. Ah! Der baut die Seite. Ah, da muss der andere warten. Bis er zurückfährt. Okay. Ah. Okay, er ist einfach reingefahren. Feuer gelöscht. Wo gab's ein Feuer? Hier hinten? Okay. Muss saniert werden. Aber damit kann ich leben. Aber das geht doch wesentlich schneller so mit den drei Bauzügen. Vor allem mit denen, die sind wirklich gut. Boah, der kann echt durchziehen. So, dann kann er nämlich auf der anderen Seite hinfahren. Ah, ne. Der ist einfach nach Hause resettet. Ne, doch nicht. Blub. Einer musste ja gehen. Der hätte nach links fahren können, anstatt geradeaus, dann hätte es geklappt. Ah, weil der nur drehen kann. Das ist das Problem. Der dreht einfach nur. Und dann stehen die sich hier gegenüber. Ja. Leider wird immer der Falsche zurückgesetzt. Ein Stau mit Bussen. Weil das saniert wird. Alles klar. Du musst mal rausfahren. Das hatten wir schon mal. Passiert aber nur bei dem kleinen Zweiergebäude. Bei dem großen nicht. Das muss ja auch schon mehrfach saniert worden sein. Oder weil es schon mal gebrannt hat und saniert werden musste. Das kann natürlich sein. Okay, ich würde sagen, wir haben noch genug Menschen, die einziehen können. Die Einwohnerzahlen steigen. Hier kommen immer mehr Arbeiter hin, was für dieses Gebiet sehr gut ist. Wir haben sehr viele Ziegel. Wir könnten, wenn die Strecke fertig ist, über den ersten Export von Sachen nachdenken. Wir könnten auch wirklich über einen Hafen nachdenken, aber da würde ich schon wenigstens den Beton oder den Stahl, gut, Stahl haben wir selber, aber 122 Tonnen ist fast alles, was wir hinten haben. Oder zumindest den Beton dann selber herstellen. Und da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Das Gute ist bei den Bauindustrien, da kann man nach und nach die Arbeiter reinschicken. Das ist dann nicht so relevant, würde ich sagen. Und dann können wir hier mit dem Zug durch oder hier drum oder hier dran. Jetzt, wo hier Platz ist, können wir hier auch die Züge vorsehen. Das Einzige, wir würden uns kreuzen mit dem von hier. Andererseits könnte der auch hier in den Boden gehen und hier rauskommen. Könnte man auch machen. Aber da hier so viele Arbeiter gebraucht werden. Wie viel braucht das Stahlwerk nochmal? Das will ich jetzt nochmal gucken. 500. Überlege ich, dass die zweite Schiene vielleicht dann hier an einen neuen Bahnhof führt. Vielleicht an den hier. Dass wir einmal von da oben und einmal, wenn die Leute hier sind, dass die hier hingeführt werden. Hier kommt ja, oder hier noch einen Bahnhof hinbauen, der hier rangeht. Dann geht das von hier und hier und dann kann man hier so eine Rundlinie fahren lassen. Die hier Arbeiter, da absetzt. Oder obwohl gar nicht, da einkassiert, hier absetzt. Da einkassiert, da absetzt. Das wäre auch eine Option.
Möglich wäre es von der Schienenführung. Das wäre sogar optimal dafür. Und da drüben haben sie dann eine Tankstelle. Ja, das passt doch. Ich glaube, das machen wir. Dann haben wir hier einen Rundkurs für den Stahl und die Bauindustrien. Dann kommen hier die Einwohner für die Bauindustrien hin. Das heißt, hier muss ein großes neues Viertel entstehen. Wir können sogar mit der Autobahn hier runtergehen, falls wir hier mehr Platz brauchen, weil wir da ein bisschen den Stahl übersehen hatten. Wobei hier, glaube ich, ja nur die das Lager und die beiden Beton und dann zweimal Fertigbauteile kommen. Plus die Lager, plus eine Straßenladestation. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, nicht? Was blöd ist, ist hier... Gut, wartet mal. Hier kommt ja eh schon die Kohle an. Wir könnten mit der Kohle dann auch nach hier gehen. Und die Kohle hier oben rumführen bis daran und nicht von hier nach da und nach da. Könnte man auch machen. Also, wir haben sehr viele Optionen, die wir morgen weiter planen müssen. Treibstoff ist da, Bitumen ist da. Mechanische Bauteile kommen auch immer mehr, elektronische Bauteile kommen immer mehr. Der Metallschrott ist weg. Das ist super. Das heißt, langsam müssen wir wirklich anfangen, unseren Müll zu sortieren. Hier ist der Treibstoff drin. Die Leute sind glücklich, 92%. 91% Gesundheit, da müssen wir mal gucken, dass wir aber auch noch mal ein bisschen für die Einwohner was kriegen. Der Bezirk ist abgeschlossen, man sieht, er wächst langsam mit Bäumen zu. Und so langsam haben wir doch ein wunderschönes Stadtbild. Hier ist noch ein bisschen offen, nicht? Da müssen wir noch ran. Das wird sich dann mit dem hier zusammen erweitern und wir gehen dann auf die 10.000 Einwohner zu. Wir sehen uns, bis dann und tschüss.